Das geht mich zwar nichts an, aber jetzt, wo Millie nach München geht, da steht doch einer Heirat mit Arno eigentlich nichts mehr im Wege, oder? Es geht dich tatsächlich nichts an, Frank. Aber solange Millie mich bittet, Arno außen vor zu lassen, kann und will ich ihn nicht heiraten. Also, was brennt dir auf der Seele? Das ist die Beichte von gestern. Ich habe nicht alles gesagt, was es zu sagen gibt. Habt ihr euch nur die Kleidersäcke von Caradonna ausgeliehen oder führt ihr etwa Barbaras Kollektion? Wir bieten auch Caradonna an. Hast du was dagegen? Ach, dumme Frage. Wirf die Sachen raus und zwar sofort. Ich will Barbaras Kollektion hier nicht sehen. Ich weiß ja, dass du momentan keinen Kopf für Probleme anderer hast. Ist was mit dir? Aber dass du hier eine Modenschau abziehst, nachdem Erika Arnos Heiratsantrag abgelehnt hat, das finde ich irgendwie voll daneben. Keinen Antrag gemacht? Ach, das wusstest du noch gar nicht. Nein. Dann vergiss am besten sofort, was ich dir gerade gesagt habe. Von wegen, jetzt will ich aber alles wissen. Viel mehr gibt's da gar nicht zu erzählen. Du hast doch gerade gesagt, dass Erika Arno meinetwegen nicht heiraten kann oder will. Was heißt das? Erika ist einfach in einer blöden Situation. Sieh mal, du willst nicht, dass Arno rauskriegt, wer der Vater des Kindes ist. Und Erika will nicht, dass ihre Ehe mit einer Lüge beginnt. Deswegen wird sie Arno vorerst nicht heiraten. Ich mache echt alles nur kaputt, ne? Jetzt red dir nicht so ein Mist ein. Ist doch wahr. Ich muss unbedingt mit ihr reden. Hätte ich dir doch nie was davon erzählt. Ach, so ein Quatsch. Ich find's gut, dass ich jetzt alles weiß. Tut mir leid, Clarissa. Ich sehe immer noch keinen Grund, Barbaras Kollektion wieder aus dem Laden zu nehmen. Uli, wenn du nur ein Geschäftspartner von mir wärst, dann würde ich mir gar nicht die Mühe machen, dir überhaupt Erklärungen abzuliefern. Dann hätte ich mich auch gar nicht auf die Diskussion eingelassen. Du weißt genau, dass wir nie ausgemacht haben, dass wir nur deine Kollektion in unserem Laden verkaufen. Das versteht sich ja wohl von selbst. Nein, das sehe ich nicht so. Wir sind keine Linie Clarisse Boutique. Wir verkaufen das, was den meisten Umsatz bringt. Und das sind nun mal neben deinen Sachen noch die von Caradonna. Als Geschäftsfrau solltest du dafür Verständnis haben. Als Geschäftsfrau vertrete ich nur meine eigenen Interessen. Davon rede ich ja gerade. Du musst doch darauf aus sein, dass wir unsere Schulden möglichst schnell zurückzahlen. Und das gelingt uns mit zwei Kollektionen viel besser, als wenn wir nur deine im Angebot hätten. Und wenn ich trotzdem Nein sage? Dann würden wir das sehr bedauern. Es steht dir natürlich frei, deine Kollektion wieder mitzunehmen. Also gut, dann mache ich eben mal eine Ausnahme, weil ihr es seid. Obwohl ich nur ungern gegen meine Prinzipien verstoße. Wir wissen das zu schätzen, Clarissa. Ganz bestimmt. Und wir sind dir auch sehr dankbar. Ihr haltet mich auf dem Laufenden. Natürlich, ja. Machen wir. Steht dir gut. Sogar sehr gut. Danke. Finde ich auch. Und freust du dich schon auf deine Feier? Natürlich. Aber irgendwas hast du doch. Ist kalt hier. Jetzt lenk nicht ab. Ach, ich find's einfach schade, dass meine Eltern nicht kommen. Das ist immerhin der wichtigste Tag in meinem Leben. Naja, was deinen Vater angeht, hast du wirklich geglaubt, dass er kommen würde? Nein, eigentlich nicht. Aber zumindest meine Mutter hätte ja kommen können. Hätte sie sich gegen deinen Vater stellen müssen. Das wollte sie vielleicht nicht. Hast ja recht, das konnte sie noch nie. Dein Vater wird sich eines Tages an den Gedanken gewöhnen, einen Priester in der Familie zu haben. Das glaube ich kaum. Tja, es ist mitunter eine einsame Entscheidung, das Priesterdasein zu wählen. Damit stehst du auch bei Menschen, die dir eigentlich ziemlich nahe stehen, auf der Verständnis. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass er mich eines Tages versteht. Ist das so wichtig? Entscheidend ist doch, dass du weißt, was du willst. Und denke immer an das 11. Gebot. Gehe in mich. Ja, aber komm wieder raus. Ja. Sag mal, was suchst du eigentlich die ganze Zeit? Meine alten Boxhandschuhe. Kann ich dich kurz sprechen? Sicher. Tut mir leid wegen wohin, ich wollte dich nicht kränken.
Du hast mich nicht gekränkt. Du warst einfach nicht in der Stimmung, essen zu gehen. Das kann ja mal vorkommen. Naja, ich war ein bisschen überempfindlich. Aber ich komme gerne auf deine Einladung zurück. Ehrlich? Ja, ich trage das Werkzeug in die Garage und dann bin ich gleich wieder da. Hallo, Schatz. Hallo, Mama. Wir gehen heute Abend essen. Worauf hast du Lust? Ich habe keinen Hunger. Fühlst du dich nicht gut? Ich will nicht zwischen Arno und dir stehen. Wie kommst du denn auf die Idee? Warum heiratest du ihn nicht? Doch bloß, weil du ihn meinetwegen belügen musst. Da musst du was völlig falsch verstanden haben. Woher weißt du das überhaupt? Ist doch auch egal. Von Frank, oder? Herrgott, wie kommt er dazu, dir so eine Geschichte zu erzählen? Reg dich nicht auf, er dachte, ich wüsste schon darüber Bescheid. Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Mama, ich weiß ganz genau, dass du Arno nur aus Rücksicht auf mich nicht heiraten kannst. Weil du ihm nämlich nicht sagen kannst, wer der Vater des Kindes ist, stimmt's? Jetzt hör mal genau zu, mein Kind. In unserer Familie sollten wir ein Problem nach dem anderen lösen und nicht alle gleichzeitig. Ich will aber nicht noch mehr Probleme verursachen. Du siehst es zu dramatisch. Ich finde nur, dass wir uns zuerst um dich und dein Baby kümmern sollen. Was wird aus eurer Heirat? Das hat doch Zeit. Arno und ich haben schon so lange ohne Trauschein zusammengelebt. Da kommt es doch auf einen Monat mehr oder weniger auch nicht mehr an. Wenn du meinst. Was erlaubt dieser Bengel sich eigentlich? Er hat doch tatsächlich meine Forderung abgelehnt. Da spürt man eben die Verwandtschaft zu dir. Ich hätte nie gedacht, dass Uli so stur sein kann. Dass Nick ihn dabei unterstützt, war natürlich nicht anders zu erwarten. Eigentlich kannst du doch ganz zufrieden sein. Wenn Uli sich gegen dich durchsetzen kann, schafft er das auch bei jedem anderen. Das hast du doch immer gewollt. Ich wollte, dass er sich gegen seinen Bruder behauptet und nicht versucht, sich gegen mich aufzulehnen. Höre ich da die gekränkte Mutter heraus? Solche Sentimentalitäten habe ich mir nicht mal bei Julia erlaubt. Schade eigentlich. Von der Erfahrung könntest du heute bestimmt profitieren. Würdest du bitte aufhören, mir Muttergefühle zu unterstellen? Ja, gut. Und wie geht's jetzt weiter? Willst du deine Kollektion aus dem Laden nehmen? Bist du verrückt geworden? Das ist mein Terrain. Barbara hat sich gefälligst davon zurückzuziehen. Ah, und wie stellst du das an? Keine Sorge. Mir wird schon noch was Hübsches einfallen. Vielleicht hätte ich Gero doch abraten sollen. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass der Deal mit Mamas Klamotten keine gute Idee war. Ach, Gero hat halt ein gutes Geschäft gerochen. Und wenn Barbaras neue Kollektion in so einem Nobelladen wie dem von Nick und Uli verkauft wird, da spricht doch nichts dagegen. Ohne Barbaras Zustimmung? Ich weiß nicht. Früher hätte Gero sowas nicht gemacht. Ach, was hast du denn gegen ein bisschen Eigeninitiative? Ach, er ist Arzt. Er hat von sowas keine Ahnung. Außerdem mischt er sich nie in Mamas Angelegenheiten ein. Vielleicht wollte er Clarissa ärgern. Was hat die denn damit zu tun? Barbaras Klamotten hängen doch direkt neben ihren. Was? Das ist ja wohl nicht wahr. Im Laden von Nick und Uli? Na klar, wusstest du das nicht? Nein, sonst hätte ich Gero bestimmt abgeraten. Meinst du, sie macht Ärger deswegen? Ja, sie wird bestimmt nicht in Begeisterungsstimme aufbrechen. Ach, na, der hat mir ja gerade noch gefehlt. Hallo, ihr beiden. Hallo. Na? Hallo, Patrick. Wenn es dir nichts ausmacht, wir besprechen hier gerade etwas sehr Privates. Vielen Dank. Ich will auch gar nicht lange stören. Kann ich dich nachher mal sprechen? Nein, kannst du nicht. Lass mal, Kathi. Möchtest du wirklich? Mir ist es egal, meinetwegen. Ich komme auch bald. Bis später. Tschüss, Patrick. Tschüss, Kathi. Und? Was möchtest du? Ich glaube, ich bin eine Erklärung schuldig. Du bist ziemlich sauer auf mich. Ja, bin ich. Kannst du mir mal sagen, wie du dazu kommst, Milli Halbwahrheiten über Arno und mich zu erzählen? Und dem Kind dadurch auch noch Schuldgefühle einzureden? Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Milli von eurem Streit keine Ahnung hatte. Wir haben uns nicht gestritten. Wie kommst du überhaupt auf so etwas? Naja, Arno hat dir einen Heiratsantrag gemacht und du hast ihn abgelehnt. Ja und? Okay, dann war es eben kein Streit. Und selbst wenn, ist das immer noch unsere Angelegenheit und geht dich überhaupt nichts an. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass Milli davon weiß. Frank, ich sag dir das jetzt nur einmal. Die Probleme, die Arno und ich haben, sind ganz alleine unsere Sache. Mit wem wir darüber reden, das entscheiden ganz alleine wir und nicht du.
Es war keine Absicht, Entschuldigung. Du weißt ganz genau, wie empfindlich Millie im Moment ist. Da ist es überhaupt nicht nötig, dass du sie noch mehr beunruhigst. Aber ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn wegen Millie deine Beziehung mit Arno den Bach runtergeht. Dass du dir Sorgen machst über Arno und mich, das ist aber völlig unnötig. Manchmal muss man eben Prioritäten setzen. Und im Moment ist Millies Schwangerschaft am wichtigsten von allen. Ja, habe ich verstanden. Na schön. Das ist gut so, sonst kriegen wir beiden nämlich gewaltigen Ärger. Kann ich jetzt gehen? Frank, du brauchst dir jetzt gar nicht den Beleidigten zu spielen. Ich möchte nur, dass du begreifst, wo deine Grenzen sind, okay? Ja, habe ich längst begriffen. Gut. Also dann. Ich musste immer wieder an diesen schönen Tag am Rhein denken. Da war alles noch in Ordnung. Du hast mir noch gar nicht gesagt, warum du gestern auch noch mal dort warst. Das ist schwer zu sagen. Vielleicht wollte ich einfach noch mal dieses Gefühl nachempfinden, das ich damals hatte. Dieses unendlich schöne Gefühl, glücklich verliebt zu sein. Wozu? Um es dir noch schwerer zu machen? Nein. Um endlich herauszufinden, ob meine Entscheidung für die Kirche richtig ist. Und? Ist sie's? Ja. Trotz der Erinnerung an den Rhein. Du hattest recht. Eigentlich war mein Entschluss klar. Nur wollte ich es wohl selbst nicht wahrhaben. Wahrscheinlich hasst du mich jetzt. Nein, das tue ich nicht. Du hast dich für die Kirche entschieden und das ist nun mal kein Platz für mich. Naja, irgendwie ist so eine Entscheidung ja auch mutig. Dein Verständnis ist bewundernswert, Jackie. Okay, jetzt, ja? Ich wünsche dir alles Glück dieser Welt. Jackie, endlich! Du bist es. Meine Schwesterchen. Du kommst aber auch wie gerufen. Sag mal, hast du eigentlich gewusst, dass Clarissa ihre Sachen auch im Laden von Nick und Uli verkauft? Ja, und? Ist das alles, was dir dazu einfällt? Jetzt beruhig dich mal, Schwesterherz. Ich habe Barbara nur zu einem guten Geschäft verholfen. Hör endlich mal auf mit diesem Schwesterherz-Getue. Du hast mir bloß nichts gesagt, weil du ganz genau gewusst hast, dass ich sonst den Deal verhindert hätte. Hey, keep cool. Du tust ja gerade so, als ob ich Clarissa und Barbara zu einem Zwangsurlaub auf eine einsame Insel verschleppt hätte. Hier geht's um Klamotten, die nebeneinander hängen. Sag mal, willst du mich nicht verstehen? Du weißt doch ganz genau, was Mama von Clarissa hält. Das eine hat mit dem anderen doch gar nichts zu tun. Das sehe ich aber anders und deswegen müssen die Sachen raus aus dem Laden. Das Geschäft ist längst gemacht. Wie stellst du dir das vor? Ich kenne Nick und Uli ganz gut. Die haben bestimmt Verständnis dafür. Kathi, die Kleider sind dazu gemacht, verkauft zu werden. Und Barbara wird uns dankbar sein, das angeleiert zu haben. Dankbar? Dann übernehme ich die Verantwortung dafür eben alleine. Gero, überleg dir das lieber nochmal. Wie wär's, wenn du mir einfach mal vertraust? Ich weiß schon, was ich tue. Das bezweifle ich. Kathi, jetzt hör doch endlich mal mit der Unkerei auf. Bitte schön, mach doch, was du willst. Aber ich habe mit dem Geschäft nichts zu tun. Okay, dann kassiere ich Barbaras Lob dafür eben allein. Heißt das jetzt ja oder nein? Was willst du? Mich bei dir entschuldigen. Wofür das denn nun schon wieder? Naja, ich glaube, ich habe dich mit dem, was ich dir gesagt habe, ziemlich verunsichert. Das war nicht meine Absicht. Ich habe deswegen die halbe Nacht wach gelegen. So dramatisch war es nun auch wieder nicht. Den Eindruck hatte ich schon. Weißt du, stell in die Wüste einen Fettnapf und ich trete mit Sicherheit rein. Schon okay. Lässt du mich jetzt weiter schlafen? Ich möchte da gerne noch was klären. Falls du glaubst, dass ich nicht mehr auf deiner Seite stehe, dann... Das ist nicht wahr. Auch wenn ich vielleicht sowas Ähnliches gesagt habe. Meinst du das im Ernst? Weißt du, jetzt wo Ramon tot ist und Bastian und Florian in Afrika sind, da ist mir bewusst geworden, wie wichtig du für mich bist. Frank. Ja, das wollte ich nur klarstellen. Und dass du jederzeit zu mir kommen kannst, wenn du ein Problem hast, ja. Ich lasse dich jetzt weiter schlafen. Entschuldige die Störung. Und dann bin ich rumgelaufen und hab nachgedacht. Die halbe Nacht? Ich habe ja noch versucht zu verhindern, dass Patrick mit dir spricht. Das war schon okay so.
obwohl ich am liebsten die ganze Zeit geheult hätte. Du hast dich also beherrscht? Wieso denn eigentlich? Ich finde, er hätte ruhig merken können, wie du dich fühlst. Ach, das bringt doch nichts. Keinem von uns. Du liebst ihn immer noch, oder? Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Glaubst du denn immer noch, dass er seine Entscheidung für die Kirche rückgängig machen könnte? Bis gestern Abend habe ich das noch gedacht. Aber es gibt nun mal keine Wunder. Nee, in diesem Fall wohl leider nicht. Obwohl sie immer in der Kirche davon predigen. Tja, da gibt es nur eins. Du musst ihn so schnell wie möglich vergessen, egal wie. Ach, was soll's. Am besten ich stürze mich so in die Arbeit, dass ich alles andere vergesse. Hast du sie eigentlich gefunden? Was meinst du? Deine Boxhandschuhe. Ah, ja, nach langem Suchen. Ich hab sie lange nicht mehr benutzt. Wolltest du wieder anfangen zu boxen? Gegen widerspenstige Messdiener. Komisch. Der war doch gestern noch nicht da. Naja, den sollten wir im Auge behalten. Dann komm, gehen wir. Sag mal, hast du nach dem Gottesdienst einen Augenblick Zeit für mich? Sicher, worum geht's denn? Ich würde gerne meine Beichte abschließen. Da gibt's ein paar Sachen, die ich loswerden muss. Wenn du meinst, dass jetzt der richtige Moment gekommen ist, klar. Hallo. Guten Tag. Kinder, euer Laden ist traumhaft schön geworden. Aber es fehlt noch das i-Tüpfelchen. Clarisse hat sie doch bestimmt hergeschickt, um die Lage zu checken, damit wir doch noch auf ihre Forderung eingehen, oder? Ich weiß nicht, was ihr meint. Aber ich bin in der Lage zu erkennen, wo ein Geschäft zu machen ist. Ja, was hier fehlt, sind Bilder. Ja, genau. Und zwar echte und das Stück zu 50.000 Mark. Wer sagt denn, dass ihr die Bilder kaufen müsst? Ja, geschenkt werden wir sie wohl kaum bekommen. Nein, aber wie ihr wisst, habe ich eine Galerie und ich könnte sie euch auf Kommissionsbasis überlassen. Also, wie wär's? Ja, also, von mir aus sofort. Gut, dann kommen wir ins Geschäft. Über die Details sprechen wir noch. Hm? Und jetzt würde ich mir gerne mal die Kleine anschauen. Dazu sind sie da, bitteschön. Und zum Kauf natürlich. Wow, das ist ein wunderschönes Kleid. Genau mein Stil. Sie können es gern runternehmen, wenn Sie probieren wollen. Also steht Ihnen ganz fantastisch. Und genau meine Größe. So ein Zufall. Wir haben nur eins vorrätig. Was soll das gute Stück denn kosten? Das Geschäft ist eigentlich noch gar nicht eröffnet. Ich meine offiziell. Aber für Sie machen wir natürlich gerne eine Ausnahme. Also, wie viel? 3.500 Mark. Alle Achtung. Naja, Qualität hat eben ihren Preis. Ihr habt Glück, ich war gerade auf der Bank und bin in leichtsinniger Stimmung. Das ist 3.000. 2, 3, 4, 5. In Ordnung? Wunderbar, ja. Danke, Frau Schneider. Also, wegen der Bilder komme ich noch mal vorbei. Ich glaube, ich spinne. 3.500 Mark. Steffi, du bist genial. Gut, dass du das endlich einsiehst. Ich mache mir gerade einen Tee. Willst du auch einen? Ja, klar. Und du setzt dich jetzt gleich an die Entwürfe für Nick und Uli? Ja. Und ich habe auch schon ein paar gute Ideen, die genial in ihr Konzept passen können. Hm. Hört sich vielversprechend an. Und danke dir nochmal, dass du dich drum kümmerst. Kein Problem. Ich bin ja froh, dass ich dir wenigstens das vom Hals halten kann. Sag mal, will Millie immer noch nicht, dass du Arno von Nick erzählst? Nein. Es ist alles so verfahren. Ich weiß nicht mehr, wem ich was sagen kann, ohne ihn zu verletzen oder etwas zu verraten. Und dann kommt auch noch Frank dazwischen. Ich mag den Jungen wirklich. Aber im Moment benimmt er sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Kennst du das magische Zeichen? Nina, bitte sei mir nicht böse. Mm-mm. Hm? Ja, du brauchst mal eine Pause. Und zwar dringend. Luftveränderung, du verstehst? Du hast sicher recht, aber wie stellst du dir das vor? In dieser Situation kann ich doch meine Familie unmöglich alleine lassen. Ich glaube, dass die ganz gut ohne dich klarkommen. Momentan kann ich mir das leider nicht vorstellen. Aber ich.
Vorschlag. Du fährst endlich ins Wellness Center und ich begleite dich und halte allen Stress von dir ab. Was sagst du dazu? Ich akzeptiere nur ein Ja. Ach, Nina. Ach, Erika, du musst endlich mal an dich denken. Was hat deine Familie davon, wenn du einen Nervenzusammenbruch kriegst? Also, ja oder ja? Und, wie findest du es? Trifft Linie Clarisse nicht mehr deinen Geschmack? Ach, jetzt steh doch mal über den Dingen. Ich will doch nur wissen, wie es dir gefällt. Na ja, soweit ganz nett. Was soll denn das Theater? Was glaubst du, wer das entworfen hat? Ich meine, hast du eine Idee? Keine Ahnung. Deine allerliebste Busenfreundin. Barbara? Hm. Ach, das wüsste ich aber. Ich kenne ihre Kollektion bis ins Detail. Ja, du kennst ihre aktuelle Kollektion. Wo hast du das Teil her? Aus diesem neuen Laden, Contour. Von Nick und Uli? Deinen Lieblingsneffen, genau. Gerade dort erstanden. Noch mehr davon. Und was das Schönste ist, alles Einzelstücke. Weißt du, was du da gekauft hast? Natürlich. Die beiden haben die Musterstücke von Barbaras brandneuer Kollektion im Laden hängen. Ich wusste, dass dich das interessieren würde. So ein Pech aber auch. Was will Barbara denn jetzt noch präsentieren, nachdem ihre künftige Kollektion schon unters Volk gebracht wurde? Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Nun, Patrick, was hast du mir zu sagen? Es fällt mir nicht leicht, darüber zu reden. Der Herr wird dir verzeihen. Ich habe gesündigt. In Gedanken und in Taten. Sprich darüber, wenn du möchtest. Durch die Liebe zu einer Frau habe ich mich in Versuchung führen lassen. Ich habe diese Frau geküsst. Ich habe den Zölibat nicht gebrochen. Es fehlte nicht viel und ich hätte es getan. Genauso wie ich dich die ganze Zeit belogen habe. Noch Tee? Millie? Ja? Willst du noch eine Tasse? Nein, danke. Es tut mir leid, dass ich dich vorhin geweckt habe. Das wollte ich nicht. Du brauchst mich nicht wie ein rohes Ei zu behandeln. Ich habe schlecht geschlafen, wie du. Weil ich dir das erzählt habe. Frank, meine Schwangerschaft verursacht jeden Tag neue Probleme. Für mich und die ganze Familie. Ich habe darüber nachgedacht. Diese ganze Geheimnistuerei wird auf Dauer nicht funktionieren. Ich darf mir da keine Illusionen machen. Was soll das heißen? Dass es nur eine Lösung gibt, wenn wir alle wieder normal leben wollen. Du meinst doch nicht etwa? Doch, Frank. Ich lasse das Baby abtreiben.